Als Frankfurter Mädchen kommt man nicht wirklich um den Handkäse drum herum. Ich weiß, ich habe das ein oder andere Mal schon gesagt, ich esse ja überhaupt gar keine Milchprodukte im Alltag. Aber heute habe ich einfach Bock auf Handkäse. Der ist nämlich auch schon schön gereift. Hier ist er noch so ein bisschen quarkig, aber das finde ich gar nicht so schlimm. Aber ich mag Handkäse nicht, wenn die Zwiebeln schon so ewig in der Marinade, die ja eigentlich nur aus Essig, Öl, Salz, Pfeffer und ein bisschen Kümmel besteht, wenn die da schon so lange drin rumliegen, die werden irgendwie so komisch, pelzig, eklig. Deshalb mache ich das lieber frisch und frisch ist ja sowieso immer irgendwie ein bisschen besser. Ich habe hier in diesem Teller, man sieht es hier ganz wunderbar, ein bisschen Hanföl, weißen Balsamico-Essig, ungefähr 1:1, einen Teelöffel Senf und eine ordentliche Prise Salz. Ist es dann noch eine Prise, wenn es eine ordentliche Prise ist? Ja, kommt, ordentliche Prise Salz. Dann Frühlingslauch, frisch geschnitten. Ich finde, das ist immer ganz wichtig für diese Zwiebel, dass das immer frisch geschnitten ist. Ich finde, die Zwiebeln so über den Tag oder über die Marinade drinnen liegend 24 Stunden. Ich bin da nicht so der große Fan von. So, und außerdem hat man das ja auch einfach mal ganz schnell runtergeschnitten. Das ist ja jetzt nicht so schlimm. So, das gebe ich jetzt in die Marinade rein. Zick, zack. Und ich nehme nicht irgendwelche Zwiebeln. Ich liebe ja diese roten Zwiebeln. Das sieht einfach mega aus. Außerdem passt es auch hier irgendwie zu allem. Und da haben wir es wieder mega. Aber es ist halt, wenn es halt so ist, das ist wie wenn Tim Mälzer sagt, es gibt nichts anderes, was fick dich besser ausdrückt als die Wortwahl fick dich. Also kann ich ja auch großartig und mega. Es ist halt einfach so. Es ist einfach mega. So, kleine Würfelchen. Finde ich immer schon ganz schön. Schneide ich da nochmal ein. Und das hat man ja auch schnell gemacht. Sag ich mal. Also Übung macht ja den Meister. Und das hier wird ja eine ganz schnelle, einfache Nummer. Aber es ist schon was Besonderes, mal eben nicht nur Zwiebeln, Essig und Öl und Salz, Pfeffer und Kümmel, sondern eben Hanföl und weißen Balsamico-Essig. Und ich könnte da, glaube ich, noch ein paar Zwiebeln dran machen. Ich weiß nicht, das reicht mir, glaube ich, noch nicht. Und zack, ist es ja auch schon geschnitten. Es ist ja kein Hexenwerk. So, also eben nicht nur einfach Essig mit Öl, Salz, Pfeffer und Kümmel, habe ich glaube ich schon zum 500. Mal gesagt, sondern eben rote Zwiebeln, Hanföl, bisschen Frühlingslauch, weißer Balsamico-Essig und, nein, nicht Radicchio, Chicorée. Chicorée, das was immer im Dunkeln wächst und viele es nicht mögen, weil es so viele Bittertöne hat. Aber ich mag es genau deshalb und oh Gott, mir steigen die Tränen in die Augen. Man weiß, das ist nicht scharf genug. Eben durch die Bittertöne. Ich mag es aber eben gerade deshalb ganz gerne. Und wenn das hier fein geschnitten ist und wenn das alles so harmonisch ist, dann können nämlich Bittertöne auch richtig geil sein. So, auch da rein. Komm, könnte das ja eigentlich auch mal erklären. Also Zwiebeln, mit diesem Taucherbrille auf, Wasser in den Mund und. Zwiebeln, oh Gott, da läuft sie. Besteht ja aus verschiedenen Zellen und Zelle in Zelle-System hat die Zwiebel und mit zwei verschiedenen Flüssigkeiten. Und je mehr Zellen ich zerstöre, umso mehr verbinden sich diese Flüssigkeiten zusammen. Und dadurch entsteht ein Gas. Deshalb ist es immer ganz wichtig, ein scharfes Messer zu haben. Das sieht schon brutal aus mit dem Messer. Scharfes Messer zu haben, damit eben nicht so viele von diesen Zellen zerstört werden. So. Und dann möchte ich noch ein Äpfelchen dran. Das hier ist noch von meiner Apfelernte. Also meinen eigenen Baum im Garten. Das schneide ich auch einfach hier in Scheiben. Erst in Scheiben. Das ist immer das gleiche System. Erst ein Scheibchen, wenn ich Würfel habe, dann in Streifen. Also wenn ich möchte, dann in Streifen. Am besten nicht die Finger. Dann die Streifen einmal rumdrehen. Wo habe ich Würfelchen? Ist doch eigentlich ganz easy. So, und das gebe ich jetzt
auch noch daran und ich habe mir hier lustigerweise so ein Mini-Schneewesen hingelegt. Den seht ihr da. Das ist natürlich totaler Quatsch, ne? Achtung, da macht man noch ein Löffelchen. Ach, heute sind wir so nah. Man muss aufpassen. Ist das alles da? Ist gut auch sein. So, dann rühre ich das hier einfach einmal durch und guck doch mal, das ist doch hier so ein schönes, buntes, wohlriechendes Etwas. Und wenn der Handkäse schön reif ist, dann muss der auch gar nicht so lange in der Marinade drinnen liegen, finde ich. Und ich meine, ich bin ja immer in Frankfurterin, so richtig waschecht. Da kann das ruhig, kann einfach der Käse mit der Marinade zusammen, ist ja hier eigentlich eher wie ein schöner, bunter, frischer Salat anmutet, aber ist schon sehr zwiebelig. So, also Handkäse. Ah, das ist nochmal die Seite. Ein Tellerchen. Weil, also ein Clip mit einem Finalteller. Freue ich mich immer. So, Handkäslein. Oh, hier was von dieser schmatzigen Marinade, das ja eigentlich eher ein bisschen salatig ist. Dann geben wir noch ein Deckelchen hier drauf. Was ihr ja noch gar nicht wisst. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Ich mag das ja schon gerne, ne? Ich habe da schon mal was vorbereitet. So, einmal kurz Hände waschen. Und zwar, weil das hätte nämlich tatsächlich jetzt den Zeitrahmen gesprengt. Und es duftet so herrlich. Achtung. Es ist aber echt ganz einfach, dafür brauchen wir wirklich keinen Clip. Das ist so ein bisschen Knäcke-Cracker, Knäckebrot, Cracker, wie auch immer man das nennen mag. So, ich räume jetzt mal hier zur Seite, aber schade, dann sieht man es gar nicht. Moment, ich räume mal ein bisschen rum. So, das ist hier so eine schöne Platte. Das sieht auch toll aus. Ich traue es mich ja kaum zu sagen, aber mega. Achtung. Und das passt dazu mein Dinkel, Dinkel, Cracker, Kümmel. Also, was habe ich gemacht? Ich habe dann ein bisschen Dinkelmehl genommen, Salz dazu, ganze Kümmelkörner, ein bisschen Olivenöl, wenig Wasser, sodass es so ein schlotziger Teig wird. Also nicht so ein fester Brotteig, sondern so ein streichfähiger Teig. Dann habe ich das ausgestrichen auf so eine Backmatte. Also Backpapier tut es natürlich auch. Aber das Backpapier, das zieht so viel Feuchtigkeit. Also das ist so eine Backmatte, das ist eine einmalige Anschaffung, ist eigentlich auch ganz super. Ausgestrichen bei 220 Grad. Kurz mal so knackig angehen lassen, bis sich das so anwölbt und dann habe ich es runtergedreht auf 180 Grad, bis es dann eben diese Farbe hier hat. Mmh. Und schön, das ist schon wieder voller Mund. Und schon knusprig eben ist. Und zusammen schmeckt das ja mega. Das ist so richtig schön kümmelig. Ich weiß nicht, kennt ihr dieses, hat so ein bisschen was von Schüttelbrot oder Matzen. Aber Matzen, da ist ja nichts drin. Und das hier, Kümmel, und da kann man ja noch viele andere Sachen reinmachen, ne? Aber zum Handkäse, weil ja Handkäse und Kümmel gehört ja schon irgendwie zusammen, ist das ja super. Mega. Handkäse mal auf die Schönberger Art. Lasst es euch schmecken. Hammer.